Hallo liebe Leute, ich bin Vergangenheits-Lars, Zukunft- bzw. Präsenz-Lars, sitzt jetzt momentan mit, wenn sie nicht abgesagt haben, Eddie und Nils im Studio. Gleich geht's los mit dem Geo-Battle. Was aber Eddie nicht weiß, ist, wir pranken ihn heute. Denn Nils wird in seinem Ohr eine Person haben, die keine andere und keine geringere ist als Radu. It's RC, einer der besten GeoGuessr-Spieler der Welt, wird Nils heute sagen, was er zu schätzen hat. Eddie weiß davon nichts und ich will halt einfach, dass Eddie sich ein bisschen aufregt. Und jetzt gehen wir zum Geo-Battle rein. Herzlich willkommen, liebe Leute, da draußen zu einer neuen Folge Geo-Battle. Ganz recht. Ich konnte es kaum glauben, dass mir meine Freunde Eddie und Nils gesagt haben, jawohl, natürlich, ich bin noch mal dabei, es ist Jahresabschluss. Wir müssen das Format auch mal so in den Winterruheschlaf begleiten. Da sind wir gerne da und deswegen heiße ich jetzt herzlich willkommen einmal Etienne Gadi. Hi, mein Name ist Etienne, ich bin 34 und ich freue mich, heute hier zu sein. An seiner Seite ist Nils Boomhoff. Hallo. Und ich bin Lars. Eddie ist nach wie vor nicht begeistert, hier zu sein. Und also ganz kurz, bin ich begeistert, hier zu sein, um gegen dich zu spielen. Ja, genau. Diesen Zusatz habe ich einfach mal verschwiegen. Also, es ist auf jeden Fall nicht Hamburg. So. Hast du geluschert? Du hast geluschert. Ich habe ja sogar schon vor Ablauf der Zeit, lange vor Ablauf. Ja, ich auch. Ach ja, beide Tansania auch gesagt. Auch ungefähr die gleiche Ecke. Da wart ihr euch sicher. Ja, wirklich, das ist tatsächlich sehr lustig. Warum bist du denn bei dir Tansania? Ja, weil da war Sansibar, eine Bar, die hieß Sansibar. Ich habe gedacht, gut, es kann natürlich auch einfach sein, dass da ganz viele Bars, die so heißen, aber. Ja. Na, a little south, yeah. And then keep going south and you'll get the Aeroscoping. It's in a different island. There we go, yeah. Also. Du bist wirklich auf der Straße? Nee, falsche Straße natürlich, habe ich falsche Ecke. Was hat Eddie? 4600 Punkte. Hallo. Und Nils? Wie hast du denn jetzt die Stadt rausgefunden? 4905. 4905. Und merkst du, war ich zu langsam. Ich wollte noch ein bisschen nach Süden an die Küste ran. Erklärst du uns jetzt auch, wie du es machst? Oder? Ja, das kann ich gerne machen. Gib mir schon wieder Sorgen. Wir haben hier. Ja, da steht Sobi. Und du wusstest, wo du das wusstest, ist? Dass Sobi die Stadt ist. Ich habe die gesucht, Sobi. Und dann wie hast du dann Sobi gefunden? Da habe ich Dänemark gesehen. Naja, Sobi ist ja, habe ich dann halt gefunden. Wie denn? So, auf dieser Größe. Guck mal, auf dieser Größe. Zuschauer haben sich gewünscht, lieber mehr Runden als viel, gut. Viel Quatsch. Ja, lass uns bloß nicht miteinander reden. Lass uns schön für Runden. Ah, das kenne ich. Und da sehen wir auch endlich die Tiere. Naja, was sind das für Tiere? Okay. Ah, peruanische Hochlandrinde. Harry Smith sein. Also anhand der Strommasten kann man auf jeden Fall ausschließen, dass es in Deutschland ist. Ja, gut. Ich bin mir noch nicht so sicher. I believe is to yeah, like okay, so you know where Lesotho is because we had it last round, right? So just go north of that in South Africa. In South Africa. Mann, was ist keep das hier? Keep going like slightly more to the east and then click there somewhere. Yeah, make sure you click also because the timer is about to run out. Yeah, that's fine. Oh! Okay. Wie viele Kilometer bist du entfernt? Ich? 11.846. Alter, wo bist du gelandet? Auf Neuseeland. Wo bist du denn? Und Nils? Nils? Naja, ich hab halt, da war halt ein Schild, da stand Harry Smith drauf. Ja, habe ich auch gesehen. Kennt ihr das oder was? Nee, das war, ich hab einfach Südafrika tatsächlich genommen. Warum? Naja, weil einfach das fucking nach Afrika aussah und habe ich einfach gedacht, okay, nehme ich mal Südafrika und habe ich hier ein bisschen rumgeguckt und habe Harry Smith gesucht und habe es auch gefunden, aber ich dachte, also weil 4000! Naja, Harry Smith war halt irgendwie. Also da stand aber auch Hückelwild oder so. Also ich habe nur wegen ja, aber das ist ja ein holländisches Wort und Südafrika war holländische Kolonie. So, deswegen. Kombination Afrika, Holland muss Südafrika sein. Hat er leider recht. Gott, geht ihr mir auf den Sack, Alter. Oh, ich hasse dieses Format so sehr, Lars. Nächstes Mal sage ich ab. Nein. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Nein. Auch noch mit. Jetzt habe ich hier zwei Arschlöcher sitzen, ey. Nächste Runde, komm. Nee. Mir, ey, ohne Scheiß, ich will das nicht mehr. Guck mal, nein. Ich habe 2700 Punkte. Ich habe keinen Bock immer hier. Ich habe gar nichts gemacht. Lass mich in Ruhe jetzt. Was sind das auch für geile? Können wir mal vielleicht europäische Großstädte machen oder nicht immer hier mitten in die Walachei, wo links und rechts so Kieselsteine sind? Machen wir bei der nächsten Runde, ich verspreche es dir. Es gibt doch nur zwei Richtungen.
Alter, geht mir das schon wieder auf den Sack hier. Ja, ja, unerträglich geworden. Mit dem können wir wirklich kein Format mehr gucken. Und deine Fresse, Susi. Jetzt lass doch mal Susi aus. Nee, Susi soll sich einfach ficken. Ja, das ist also, wenn man... Oh, nice. Was nice? Oh. Cool, wieder Afrika. Oh, Nils, wieder richtig schön nah dran. Wie bist du auf Botswana gekommen diesmal? Ja, Nils hat Botswana. Das, ehrlich gesagt, war das geraten, aber ich habe die Hauptstadt genommen. Und weil das ist die einzige, die ich kenne, das ist Gaborone. Dann habe ich einfach geraten. Aber wie bist du da drauf gekommen? Naja, das ist Afrika, war ja klar. Und dann. Warum? Willst du mich verarschen? Warum war das klar, dass es Afrika ist? Also das sah ganz anders aus als eben die Straße. Nein, also erstmal hast du die Rinder gesehen. Ja? Ja, das sind afrikanische Rinder. Da, wo siehst du sonst solche Rinder? So, dann war die. Du hast doch jetzt nicht wegen der Rinder gesehen. Wegen der Bäume, wegen der Rinder, wegen des Typs auf der Kutsche. Aber eben hast du auch gesagt, es ist Afrika und es sah ganz anders aus. Ja, weil es Südafrika war. Und da stand der Name der Stadt stand auf dem Schild und ein holländisches Schild stand daneben. Okay, und jetzt, woher weißt du, Afrika ist fucking groß? Warum ausgerechnet bei Botswana? Das war tatsächlich geraten. Das geht zu Ich habe einfach die Hauptstadt. Ich wusste, dass Afrika ist und ich habe gedacht, das ist eher im Süden. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt die Hauptstadt Gaborone. Wie viele Kilometer bist du denn entfernt? 284. Also einfach geraten, 284 Kilometer. Das war nicht nur geraten, du musst halt auch, da sind schon Hinweise. Die Rinder. Wenn du nicht weißt, wie die heimische Fauna aussieht, kann ich dir nicht helfen. Wenn du einen Huhn siehst, wird's dir auch nicht helfen. Alter, wer kennt denn die heimische Fauna von Botswana, Alter? Ne, das sind halt afrikanische Rinder. Hast du schon mal eine Doku gesehen, eine Tierdoku gesehen? Alter, Nils, das geht bei dir eigentlich ab auf einmal. Gott, da haben sich echt zwei gefunden, ohne Scheiß, ey. Also übrigens von 5 Maps war, glaube ich, jetzt 4-mal Afrika. Nice. Ja, wir machen danach noch eine Runde. Nee, machen wir nicht. Doch, nur noch eine. Leck mich am Arsch. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich hierher gekommen bin. Nein, noch danach, nur eine noch. Komm gut gelaunt hierher, geh schlecht gelaunt nach Hause, wie immer. Du kamst, wo warst du denn gut gelaunt? Ja, verhältnismäßig, Nils, verhältnismäßig. more east. You see Newfoundland and Labrador there? Yeah, it's this island, yeah. Tja, viele Infos habe ich nicht, Eddie. Das kann ich dir schon mal versprechen. Also ein paar Sachen kommt man da jetzt aber schon. Come on, ey. So, wo bist du? Wo bist du, wo bist du? 5 Sekunden noch bei mir. Wo bist du? Oh Gott. Ich will einfach mal... No way! 5000 Kilometer entfernt. Scheiße, ey. Lala. Ich war so knapp. Besser. Ich habe die Dance Academy gefunden. Du auch? 4.900 habt ihr beide? Boah, nicht echt. Ich hab, woran hast du es erkannt? Ich hab, in der allerletzten Sekunde habe ich gemerkt, dass Prinz Rupert offensichtlich ein Dorf ist. Und ich gibt es nicht. Und dann habe ich, in allerletzter Sekunde habe ich Prinz Rupert gesehen und dann noch schnell drauf geklickt. Das war wirklich in der allerletzten Sekunde. Ja, guck mal, und jetzt haben wir nämlich eine Summary. Drück mal auf View Summary. Ich habe 17.200 Punkte. Eddie hat 11.100 Punkte und fucking Nils hat 20.296. Eine 20.000er-Runde. Oh Gott, dieser Typ macht mich. Das gibt's nicht. Okay, come on, noch eine Runde. Eine Runde machen wir noch. Ich habe als einziger normal. Du bist gestört und was mit Nils los ist, weiß ich auch nicht, warum der plötzlich. Ey, das komme ich mir. Ja, 20.000 ganz. Botswana, mal ohne Witz, Nils, du spielst es ja nicht häufig, aber 20.000, das macht man nicht einfach so mal. Entweder Glück oder kann's. Eins von beiden. Unfassbar. Okay. Weißt du, wie unsympathisch das eigentlich ist, dass du immer gewinnst? Weil ohne Scheiß, das. Ich weiß, mich würde es auch nicht stören, wenn es mir passieren würde, aber ich sag's dir von außen einfach. Geht trotzdem mal. Verliere ich auch mit Absicht, ehrlich gesagt. Nee, tust du ja eben so, nicht. Weißt du eigentlich, wie gut ich in Quake bin? Okay, das ist tatsächlich jetzt ja. Das ist ja wirklich easy schmiesi. Also, Nils, willst du mich eigentlich. Naja, komm, das habt ihr jetzt ja auch gesehen, oder? Jetzt ist Nils der Geile oder was? Ich ja, dachte, guck mal, ich bin der Geile. Möbelspedition und Umzüge auf Deutsch. Weixdorf Königsbrücke. Also sind wir doch in Deutschland. Das ist, naja, das ist Osnabrück. Yeah, and National Industrial Corridor. Yeah, it has to be Abuja. So, do you see Abuja there? Just to the south of where it says Nigeria. Yeah, there. Perfect. Gut. Ah, Oh. 529 Kilometer entfernt. Eddie ist 120 Kilometer entfernt. Und Nils?
4,4. Was? Naja, es war halt. Nigeria habt ihr schon gesehen, oder? Und dann halt, nimmst du halt die größte Stadt, Abuja, und dann guckst du halt, das war ja schon eine fette. Wie bist du denn auf Abuja gekommen? Ja, weil es halt die größte Stadt ist, die ich kenne in Nigeria. Boah. Ich bin auch bei Abuja erst und dann habe ich gedacht, es ist bestimmt nicht so offensichtlich und bin noch in die nächste Stadt rüber. Da bist du, wollt ihr mich jetzt weiter eigentlich? Was hast du denn? Aber ich gebe wenigstens zu, dass ich Abuja noch nie in meinem Leben gehört habe und das einfach nur hier auf der Karte gesehen habe. Aber Nils kennt natürlich, Abuja muss man kennen. 4 Kilometer, alles klar. Ja, aber das ist halt auch schon, macht mehr Spaß, dich zu besiegen, wenn du. Also kannst du immer ja, gut, als Ausrede okay. sagen. Ja. Yeah, City of Miami, perfect. Okay. Nee. So, Southwest 12, Southwest 2nd. So, we're southwest of downtown Miami. So, like, yeah, around Coral Way, maybe around there. Nee, nee, das ist nicht Miami. Zoom. And then go east, and you should get to 2nd Ave. Yeah! It's all right. Ach, das ist all good. Miami. Scheiße. 6 Kilometer. Hat schon wieder gewonnen. Was hat er? Das ist unglaublich. Mann, ey, ich hab die ganze Zeit, ich war zu langsam gerade. Ich hab halt, da stand halt dieses Schild Southwest 2nd, Southwest 12, quasi die Intersection. Und ich hab wirklich die Straßen noch versucht. Okay, wo war das? Und ich bin immer weiter nach Osten und bin zu spät aber angekommen. Dreckshotel nicht gefunden. Und du wusstest sofort Miami auch, Eddie? Ja, nachdem ich die Polizei gesehen habe, wo Miami drauf stand, wusste ich, dass Miami. Ich wusste, dass es nicht South Beach ist. Ach, Atlanta? Ja. Ich habe so auf dem Bus gedacht, ich hätte ATL gelesen. War immer Miami, da habe ich gedacht, auf dem Bus steht ATL. Trotz Bewegung hast du nicht Miami rausgefunden. Nee. Wow. Aber wenn du irgendeine Ziege in Afrika siehst, ist klar, Botswana. Ja, Metagaming. Okay, let's go. 3, 2, 1. Ja. Nächste Runde. Oh, jetzt weiß es Lars schon. Komm mal, man kann auch nicht einfach so viel Glück haben und dann immer so geile Hint sehen. Oh, ich sehe auch einen geilen Hint. Ich habe noch gar nichts übrigens. São Luís, it says. Okay, so I know the city. It's in Brazil and it's on the northern coast. Jetzt nur noch die Straße. So you see where it says State of Maranhão? Yeah, there, São Luís, right on the coast, on the north. A little more west? Yeah, São Luís, perfect. Keep going. Yeah, there we go. There are the street signs. Ja, das ist alles nicht mehr okay. So leicht, wie als man noch in der Vila Passos might be the neighborhood, so you can look for that. Können wir irgendwann mal das so spielen, dass man wirklich die Telefonnummern, die man findet, einfach auch anrufen darf? Ja. Machen wir eine Special-Folge zu. Finde ich gar nicht doof. Should be good, though. Aber bei Klicks funktioniert es auch selten, dass dann jemand mal rangeht. Ja, das war nicht korrekt, aber das Land war korrekt. Eddie hat São Paulo gesagt und ist 2300 Kilometer, bei mir immerhin nur 800 Kilometer. Nils wieder 4996 Punkte. Ist das irgendein. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das hier eine versteckte Kamera-Geschichte? Das frage ich nicht, nehme ich auch langsam. Ey, aber ganz ehrlich, du hast es doch auch. Du hast die fucking. Du hast doch auch Brasilien reingefunden. So, wenn du dann. Du findest doch jedes Mal die Stecknadel. Nein, du musst halt. Pass auf, Brasilien ist easy. Und wenn du das Schild findest, wo da auf 27 Schildern draufsteht St. Louis, dann musst du halt in Brasilien gucken, wo es fucking. 900 Meter? Ja, und dann klickst du einfach in Stadt. Ja, auch jedes Mal so. Ist doch ganz einfach, musst du einfach nur dahin klicken. Ey, Nils, ohne Scheiß, es ist nicht normal, dass du jedes Mal auf 900 Meter ans Ziel kommst. In jeder Map. Weil du warst doch schon zweimal da und hast immer totalen Crap geschätzt. Ey, muss ich mich jetzt hier von euch ankacken lassen oder was? Weil ich gut in dem Spiel bin. Ich meine, bislang war es halt, ich hatte einmal Glück, der Rest steht da. Ich glaub's langsam auch, oder Witz? Doch grade, ey. Du guck doch einfach selber, da steht fucking St. Louis. Dann guck, du weißt, du nicht mal, wo Brasilien ist. Das erste, Alter, was du siehst, fucking Südamerika. Ich hab weder St. Louis gefunden und selbst wenn ich St. Louis gefunden habe, Brasilien ist fucking groß. Wie willst du denn St. Louis finden? Das, guck dir doch mal an, wie viele Städtenamen hier das sind. Das erste, was du siehst, okay, es ist Brasilien, es ist, und dann guckst du, okay, wo sind die Städtenamen? Und dann musst du einfach nur ein bisschen Glück haben. St. Louis ist recht groß. Das siehst du, wenn du rauszoomst. Dann gehst du einmal. Ich habe das 100.000 Stunden gespielt und habe São Luís noch nie gesehen. Nicht mein? Ja, sorry, lass mich von euch nicht vorlaufen. Nächste Runde in 3, 2, 1. Ich hab nichts für, wenn ihr das nicht geschissen bekommt. Ich lade euch beide nicht mehr ein. Ja, danke. Du wirst nicht angekackt, du wirst nur beleidigt. Das ist ein Unterschied. Ja, man muss halt nicht so verdammt unterhaltsam sein. An der Spitze ist es halt einsam. Eddie, wenn du so verdammt unterhaltsam, wenn du nicht mehr so verdammt unterhaltsam bist, dann rufe ich dich nicht mehr an. Dann lade ich dich nicht mehr ein, ja? 50% ist nur Sache. Ja, do you see it there? Yep. And so, I think we should just be somewhere in wie er schon wieder so gut gelaunt pfeift da hinten.
Tja. Jetzt auch nicht. Was? Fuck. Was hat er wieder? Was hat er wieder? Das ist doch nicht dein Ernst. Wo bist du? Also mal ohne Witz, ne? Ich spiele es ja schon eine Weile, aber ich habe noch nie gegen jemanden gespielt, der das nicht häufig spielt und so abräumt. Du hast es in der Zwischenzeit geübt, oder? Nein, ich habe wirklich nicht geübt, aber das ist, Ich war gerade in Erzincan erst, weil ich dumm bin, weil ich habe das Straßenschild relativ früh gesehen von Erzurum und dann habe ich auf der Karte geguckt und habe Erzincan gefunden und habe in meinem Kopf nicht gecheckt, dass das Falsche ist. Jetzt hör doch mal auf. Eddie, was sollst du? Ich war irgendwo mitten in die Türkei. Okay, letzte Runde, lass es uns hinter uns bringen, einfach. 3, 2, 1, let's go. In Brazil. Make sure you're looking in Brazil. Not in Mexico. Tja, wissen wir es schon? Can you hear me? Wait, can you hear me now? I think. Do you think you can hear me now? I don't know. We're in Brazil, not Mexico, just so you know. 600. Nein, ach, ist schon vorbei! Scheiße, Salvador und El Salvador ist nicht das gleiche. Oh, ich hab die Dings nicht auf. Oh, die Zeit nicht im Auge gehabt. Tja, schade, Nils. Ey, ich hatte erst. Ach, ich trottel. Ich hab El Salvador angeklickt. El Salvador, ach so, ja, okay. Aber es ist Salvador. Ja. Oh, mega dumm. View Summary. Wo ist denn Zeit? Ich wusste nicht, wo es ist. Aber das ist natürlich doof, Nils. Das ist natürlich jetzt schwer, das zu vergleichen. Ich habe 14.000 Punkte. Wo hattest du denn eben? Brasilien auch nochmal hier. Nils, was. Achso, wie viel hast du Summary? 19.995. Fuck! Du hast die letzte Runde nicht mitgespielt, sozusagen. Nee, ich hab die Zeit vergessen. Ich habe gerade gesucht. Ich hatte ganz am Anfang Mexiko gedrückt, weil ich erst dachte Mexiko. Und dann habe ich gerade in Brasilien gesucht, wo fucking Salvador ist. Und habe vergessen, einfach mal einen Sicherheitsklick zu machen. Um zu sagen, okay, ich bin jetzt erstmal in Brasilien und dann suche ich weiter. Und dann war die Zeit vorbei und dann hatte ich noch Mexiko eingeloggt. Mega dumm. Aber ist halt Pech. Sollen wir dann noch eine Runde nochmal, also nicht 5 Runden, sondern nur noch wirklich eine Runde machen jetzt als letzte? Nee, also weiß ich nicht. Brauchst du nicht, ne? Also ich brauch's jetzt nicht für mein Ego, ehrlich gesagt. Aber du? Ich brauch's auch nicht für mein Ego. Wie viel hast du, Summary? 13.900. Okay, dann ist auf Platz 3 ist Eddie mit 13.900. Dann tatsächlich auf Platz 2 ist Lars mit 14.400. Und der Sieger der heutigen Folge ist einfach mal Nils Bohmhoff. Durftest du dich bewegen? Ich durfte mich tatsächlich bewegen. Okay, dann nehme ich das aber auch. Ich mit 19.000 Punkten. Ein paar Mal war ich ja gar nicht schlecht. Ich hatte ja ein paar Mal 4.800. Dann hatte ich jetzt mal 4.900. Aber meinst du, du könntest dich schlagen, oder was? Nee. Meinst du, du könntest gegen den weltbesten GeoGuessr-Spieler spielen und gewinnen? Ja, okay, ja klar. Ja? Nein, wollen wir das mal ausprobieren? Hab ich auch gehört, dass er das hatte schon vor der Sendung gesagt. Ja, macht ihr alle platt. Behauptet, ne? Ja. Ah. Ja, weißt du was? Dann lass uns das doch einfach probieren. Der ist nämlich hier. Der weltbeste GeoGuessr-Spieler der Welt ist bei uns im Hengi zu Gast. Die ganze Zeit auf Nilsis Ohr. Alter, ich wusste es. Ihr dummen Arschlöcher. Bleib da, Eddie. Alter. Eddie, bleib da. Wir können es mit der Kamera nicht einfangen. Alter Schwede. Mein Herz. Alter. Ja, so Eddie. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass du nicht so ein Arschloch bist. I have to admit that I lost the connection. Ey, ganz ehrlich, diese. Aber er hat, Nils hat's auch, als er dann diese Tiere noch das erkennt man doch, das ist so. Spricht er Deutsch oder Englisch? No, sorry, we will switch to English very soon, but we have to. Yeah, probably didn't hear what he.
what Niels explained, why he found the always the right spot. And it sounded so, I don't know, when he explained, well, that's how the cow looks in Botswana. Yeah. I was like, really? You know that? There's no better person to prank than Eddie. So I really hope that he wasn't like ill this morning. Ich hab dich grad so gehasst. I wrote those guys in the morning.